Liebe Freunde, willkommen auf dem Kanal Liebe aus der Küche. Heute bereite ich einen sehr einfachen Kuchen zu, also bleib bis zum Ende des Videos bei mir. Für diesen Kuchen brauchen wir 6 Eier. Ich habe mittelgroße Eier verwendet. Es ist notwendig, das Eigelb vom Weiß zu trennen. Für die Zubereitung von Schokoladencreme ist eine thermische Verarbeitung von Eigelb erforderlich. Mit einem Schneebesen schlagen, bis die Mischung hellgelb wird. Fügen Sie 200 Gramm geschmolzene dunkle Schokolade zu den Eigelben hinzu und mischen Sie die Mischung dann mit einem Mixer. Lassen Sie die vorbereitete Mischung vollständig abkühlen. Um den Boden für den Kokoskuchen vorzubereiten, benötigst du Eiweiß. 6 Esslöffel Zucker nach und nach zum Eiweiß geben und steif schlagen. Fügen Sie 100 Gramm Kokosnussbrösel hinzu und mischen Sie, ohne einen Mixer zu verwenden. Eine Form mit einem Durchmesser von 24 cm mit Backpapier auslegen, die Mischung gleichmäßig verteilen und 15 Minuten bei einer Temperatur von 180 Grad backen. Den Keks vollständig auskühlen lassen. Mischen Sie zunächst 200 Gramm Butter und 6 Löffel Puderzucker mit einer Gabel und schlagen Sie sie dann mit Hilfe eines Mixers zu Schaum. Fügen Sie die abgekühlte Schokolade hinzu und mischen Sie die Mischung. Und zur Dekoration müssen Sie 200 ml Schlagsahne oder süße Sahne schlagen. Die Schokoladenfüllung gleichmäßig auf dem abgekühlten Tortenboden verteilen, dann die Schlagsahne. Ich empfehle, den Kuchen mindestens 6 Stunden oder über Nacht im Kühlschrank zu kühlen. Nach dem Abkühlen sieht mein Kuchen so aus. Zur Dekoration habe ich Raffaello-Kugeln und etwas Kokosnuss verwendet. Ich hoffe, dir hat dieses Rezept gefallen, wenn ja, hinterlasse mir ein Like oder abonniere den Kanal kostenlos. Bis zum nächsten Video. Grüße.